Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Wir haben in der letzten Folge eine kleine Nachtwanderung gemacht und ja, dann nochmal das dicke Schwein getroffen, das wir schön zerlegt haben. Das ja, hängt jetzt hier zusammengestopft mit den anderen Sachen in der Kiste. Und genau, ich habe schon angekündigt, dass wir jetzt einen kleinen Umzug erstmal schnell machen. Ich nehme erstmal die Essenskiste gerade mit und würde sagen, wir fahren direkt mal rüber und bringen das schon mal in die neue Basis. Wir haben ja in der vorletzten Folge schon mal so ein bisschen eingerichtet, wo wir dann bald in die Villa ziehen werden. Und genau, bringen wir schon mal gerade das Essen rüber. Vielleicht auch die Trinkenkiste dann schon im zweiten Lauf. Dann haben wir die, ja, quasi den Großteil eigentlich auch schon rübergebracht. Dann kommt ja noch die Baukiste und die Munition/Kleidungskiste und dann haben wir es ja eigentlich schon. Aber wie gesagt, das machen wir Stück für Stück. Jetzt erstmal die zwei Nahrungskisten und ich fahre gerade zur Quest statt zur potenziellen Base. Da muss ich einmal gerade da hoch. So, und da sehen wir auch schon, das ist also unser Nachbar hier. Cool. Da ist unsere neue Bude. So, wir gehen hier durch die Seitentür rein. Das wird sich, glaube ich, als Haupttür etablieren können. Genau, weil wir hier nämlich auch direkt in der Küche sind. So. Genau, dann stopfen wir mal alles hier rein. Ich sehe auch gerade, dass das nicht so ganz sortiert gewesen, aber egal. Und einmal zack. So, wobei, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht, was das da drin macht. Achso, das ist mein anderer Kram noch gewesen. Nee, was macht das hier drin? Egal. Das kommt einfach alles gerade mal so dahin. Genau, das sind nämlich Getränkesachen hier. Ja, komm, das lasse ich jetzt erstmal so. Okay, cool. Aber ich finde das auch krass, dass der eine Landclaim-Block die ganze Villa abdeckt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Dass er dann doch so groß ist. Ich dachte, das wird ein bisschen eng. Aber das passt echt gut. Können wir einfach hier auf der Linie fahren. Und da müssen wir mal gucken. Dann machen wir vielleicht ja, wieder eine kleine Loot auf eigene Faust. Ich werde nochmal gerade zum Händler rüberfahren. Dem nochmal meinen Kram verkaufen. Wieso lädt denn da der Zaun nicht? Sieht aus wie so eine Burgmauer oder sowas. Ach, Ausdauer. Ja, ja. Erstmal mal gleich einen Happen. Dann geht das wieder. Achso, das waren ja nur vier Sachen. Das lasse ich mal drin. Das hier nehme ich schon mal mit rüber. Den hatten wir nicht, ne? Nee. Ja, und vielleicht... Ich habe hier so eine schöne Beleuchtung aufgehangen. Nehmen wir mal... Ja, komm, nehmen wir mal zwei Kerzen mit. Drei. Dann haben wir es hier noch hell, weil das Ding, wie gesagt, könnten wir ja dann als Hordenbase quasi nutzen. Genau. Achso, eine Sache gerade noch gucken, bevor wir jetzt rüberfahren. Es war gerade interessant, dass ich da in der Ecke lang gehen wollte, dass ich da hängen geblieben bin, obwohl ja die Spikes sind, die mich eigentlich ja dann mitnehmen müssten. Das ist cool, dass man das mitnehmen kann. Also generell, dass man die Sachen halt wieder abbauen kann. Finde ich nach wie vor ein sehr, sehr nices Feature. So, jetzt haben wir alles. Und dann düsen wir mal ab. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall in näherer Zukunft ganz, ganz viel Eisen. Dann können wir nämlich die Eisenspikes machen. Und das nehmen wir auch nochmal mit. So. Home Sweet Home 2.0. Ansonsten von oben brauchen wir gar nichts zu schützen. Die Geier, die fliegen halt einfach rum. Wir setzen ja keine Zombies aufs Dach. Das wäre noch krass.
Würde ich aber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad dann sehen. Ach, ich hatte hier Medizin drin. Egal, scheiß drauf. 4 Sachen von Essen, das war das. Das... Was hatte ich denn in Essen noch drin? Anscheinend... Nee, ich weiß nicht mehr. Egal. War wahrscheinlich Fell oder sowas. So, das sieht doch schon mal hier heimlich aus. So sieht's gut aus. Dann natürlich, das war die hier. Wie kann ich die denn platzieren am besten? Einfach mal schön hier drauf. Ich hatte doch Glas dabei, ne? Dann können wir vielleicht mal... Ach, das sind halbe Blöcke, das geht ja nicht. Ah, das geht ja nicht. Ja. Wieso haben die denn hier überall halbe Blöcke? Sag mal. Dann halt dahin. Und vielleicht hier unten noch irgendwie. Ja. Erstmal. Ist hier wieder Loot? Nee. Ach, das ist so cool. Ich bin froh, dass wir jetzt hier wohnen. Genau, die muss ich jetzt noch irgendwo platzieren. Ich gehe mal kurz nach oben. Wenn ich mich nicht falsch entsinne, hatten wir doch hier ein bisschen außen, also draußen ein bisschen Platz. Hier ist auch noch aufs Dach. Ja, guck mal, aufs Dach ist doch perfekt. Hä? Ist er? Ah, jetzt. Ja, guck mal, ist doch perfekt hier. Das ist doch nice. Nur will er das irgendwie in mich reinsetzen. Ich weiß nicht warum. Ach so, das sind halbe Blöcke. Ah, das geht wieder nicht. Was mich immer ein bisschen wundert, ist, dass das so komisch rot aussieht oder hier rosa. Das sieht schon cool aus. Das bringt uns auf jeden Fall was. Hier fehlt uns eine Doppeltür. Und hier ist sogar noch Loot, siehst du mal. Ja, ist echt ein bisschen irritierend, dass das so rot ist dann. Ach, cool. Okay, nice. Ist doch kein Rahmen in der Mitte dann. Hatte ich nämlich gedacht. Das macht die natürlich dann sehr attraktiv, diese Tür. So. Jo. Was ist denn das hier? Dafür habe ich aber nicht bezahlt. Achso, ja klar. Da fällt mir ein, wir brauchen ja auch den Schlafsack noch. Und jetzt gerade zu dem, was ich noch testen wollte, weil... Nicht, dass ich es vergesse. Ja, sauber. Da brauche ich aber Glas, Scheiben für. Aber 3000, das beruhigt mich auf jeden Fall ungemein. So, gefällt mir das. So, jetzt... Achso, hier habe ich ja jetzt das Essen. Ja, komm, den haue ich mir jetzt rein. Wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Eier und Co. Ja, trinken passt auch. 11.34 Uhr. So, dann wollten wir noch schnell zum Händler, dem gerade noch den Kram andrehen, den wir da in der Kiste haben. Dann gucken wir mal, was er noch so Schönes hat. Und da fahren wir in die Stadt, würde ich sagen. Dann fahren wir in die Stadt. So, jo, guck mal, das war doch sauber. Nee, die. Das Fahrrad lassen wir dann aber hier. Wir fahren ja nicht so eine weite Strecke. Ja, wobei, scheiß drauf, nehmen wir einfach mit. Falls wir doch ein bisschen weiterfahren, dann haben wir es dabei.
Oh, ich muss aber die AK nochmal füllen. Make it snappy. I gotta take a crap. So, das war schon wieder aus dem Gedächtnis raus. Das hört sich so an, als würden wir zum Airdrop fahren. Der hat aber jetzt nichts Nices, ne? Was ich irgendwie... Also habe ich jetzt nichts gesehen. Ich weiß ja nicht. Reparaturkits sind aber auch nicht gerade günstig. Junge, Junge. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja, du mich auch. Reiner wieder, yo. Ach so, nee, ist die Quest. Wo ist denn der Airdrop? Jetzt darüber. Das sind 500. 666. Das ist kein gutes Omen. Fahren wir direkt mal hin. Ich pack das mal gerade einfach hier mit rein, bevor ich es vergesse. So. Ja, dann schauen wir mal. Wenn da eine kleine Hütte ist, gehen wir da einfach direkt rein. Lalala. Big Buns. Achso, jetzt zeigt das an. Okay. Basis. Ah, schön. Jetzt sieht man auch wieder ein bisschen was. Jetzt sieht man auch wieder ein wenig was. Schicker Traktor. Das wäre es halt auch, ne? Wenn man in so einem großen Stil Felder beflügen könnte. Das wäre super nice. Oh, das gefällt mir gut. Gibt es hier auch Straußeneier? Die würde ich auch nehmen. So ein Spiegel mit Ei, dann bist du für den ganzen Tag satt. Kein Nest. Kein Nest. Da, Hühnchen. Ah, fahre ich nicht drüber. Ist ja jetzt sehr teuer. Und da haben wir auch direkt schon mal ein bisschen was zu looten. Da gucken wir dann auch rein. Södele. Ich bin gespannt, was uns dieser Airdrop bringt. Und er bringt uns... oh. Okay. Stahlwerkzeuge Qualität 1. Ach, verdammt, die konnte ich schon. Das habe ich zu spät gesehen. Steinvorschlaghammer. Aha, aha, aha. Guck mal, hier lauern sie. Dietriche. Hä? Dietriche können wir selber machen? Wer ist Dietrich? Okay, das ist nice. Das ist nice. Da haben sie gut was dran geschraubt, würde ich dann sagen. Weil vorher hast du ja wesentlich... So. Wesentlich mehr Dietriche gebraucht und konntest auch keine herstellen. Und jetzt haben sie... auf beiden Seiten entgegengewirkt, dass du mit wesentlich weniger durchkommst. Also habe ich nach wie vor noch das Gefühl. Und dass du halt welche herstellen kannst. Das ist natürlich nice. Macht aber auch irgendwo Sinn. Meiner Meinung nach. Was keinen Sinn macht, ist immer noch das mit den Gläsern. Dass du die mittrinkst und dass du Gläser bekommst aus dem Himmel. In die Taustation fallend. Ach, das war die Feder. Ja, Eismann ist da. Hey. Was hey? Oh, das ist ein Einser-Ding. Habe ich mir auch schon gedacht. Wollte ich mal machen. Da bin ich mir noch nicht so ganz klar, warum man das machen kann. Weil du kannst da ja nichts looten, warum kannst du dann die Tür aufmachen? Wenn das eh immer leer ist.
Also zumindest für 7 Days ist das halt ein bisschen untypisch. Alles, was du aufmachst, da ist ja immer irgendwie was drin, auch wenn da nur ein bisschen Müll drin ist oder so. Schlecht finde ich das nicht unbedingt. Ist halt Realismus. Kannst halt eine Klotür aufmachen. Kann wegen mir auch ein bisschen mehr kommen. Dass du vielleicht auch selber die Kisten, nicht die Kisten, die Schranktüren aufmachst. Ach da. Also hier in der Küche und sowas, ne? Dass du die Schranktüren da aufmachst und da einfach mal reinschaust. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ach da, die machen sie kaputt. Da darf nichts rauskommen. Oh Gott, eng. Okay. Bequem? Ja. Ich hab ehrlich gedacht, hier kommt eine Falle. Ja, okay. Kann man ja als Falle sehen. Aber ich dachte, die kommt direkt. Geht aber ein bisschen weiter rein, als ich von außen gedacht habe. So, da waren wieder Dreiertaschen. Ah, verdammt. Gefütterter Brustpanzer. Muss ich mal nachschauen. Gibt es nur noch Dreiertaschen? Das wäre lustig. Es geht sogar. Okay. Ach so, das ist halt auch das Problem, weil ich die Brille auf habe. Nee, wobei. Nee, die Haare sind trotzdem auch so. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. So, gefällt mir das. Und dann gucke ich mal gerade hier. Gefütterter Brustpanzer. Okay, das ist einfach Stoff und Kleber. Gut, das lege ich mal an Seite. Das behalten wir mal im Auge. Und bauen wir dann ein, sobald wir das einbauen können. Ach, hier ist der Ausgang. Aber noch nicht für jetzt. Ah, hier ist noch ein bisschen Müll. Okay. Das war's dann aber auch. Ich dachte, hier geht's noch ein bisschen runter. Da ist sogar eine Stromleitung oben dran, siehst du mal. Da sind wir auch durch, ne? Das war, genau, da vorne rein, dann da durch. Ja, das war's. Okay. Gut. Da können wir vielleicht mal gerade noch schnell nach ein paar Eiern suchen. Wie Ostern hier. Und da bin ich auch fester Überzeugung, dass da viel mehr drin sind. Finde ich auch sehr angenehm. Es, halt, es kann halt auch aber natürlich sein, dass das auch wieder mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenhängt. Ich weiß nicht, wenn ihr es vielleicht wissen solltet, schreibt gerne mal in die Kommentare, weil kann ja auch sein, dass es, weil ich ja vorher auf dem zweithöchsten oder so gespielt habe in der letzten Staffel, dass es halt auch deswegen so wenige waren, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das mal mehr war. Okay, fahren wir schon mal in die Richtung. Da rennt wieder das Hühnchen, da ist auch schon wieder ein Nest. Ja, in den meisten ist eins drin und in den wenigsten keins. Zumindest bisher. Das Huhn hat hier echt ein paar Nester gebaut. Das legt bestimmt sehr viele Eier. Deswegen muss es immer neue Nester bauen. Jetzt legt es gar keine mehr. Und weiter.
Müsste man auch mal beobachten, da wo viele Nester sind, ob da auch immer ein Huhn rumrennt. Weil das war, glaube ich, als wir auf der Hintour hier lang gefahren sind, war irgendwo da hinten auch noch ein Hühnchen bei den ganzen Nestern. Hier rennt wieder eins rum. Aber hier sind keine Nester in dem Fall. Es hat noch keine gebaut. Ich lasse es auch mal leben. Ich bin gerade zu faul, um abzusteigen von meinem Fahrrad. Für 10 Fleisch. So. Gleich sind wir raus. Ich fand sogar durch das Sammeln der Nester ging die Rückfahrt jetzt auch ein bisschen schneller irgendwie, weil du halt einen Punkt hattest, wo du immer von A nach B gefahren bis jetzt. Dann siehst du wieder was, dann fährst du kurz dahin und dann steigst du wieder ab und tust wieder was. Statt einfach nur geradeaus zu fahren. Nee, hier ist die Quest. Wir müssen darüber. Wir müssen auch mal schauen. Ihr habt hier geschrieben, hier gab es irgendwo eine... Was war es? U-Bahn-Station, ne? Muss ich mal schauen, wo das denn war. Müssen wir in die Stadt dann fahren. Also weiter hoch. Slow, das sind wir sowieso. Slow down, please. Das war ja auch easy. Auch noch eine Hütte, ne? Da waren wir auch nie drin. Können wir vielleicht mal gerade noch schnell reingehen. Weil da bin ich jetzt so oft dran vorbeigelaufen und habe das so oft gesehen und da drauf geschaut und wir waren nie drin, glaube ich. Oder ganz am Anfang. Ne, die Tür ist zu. Ich habe nur mal ein paar rumliegende Zombies gekillt am Anfang. Nehmen wir mit. Hallo? Scrappen. Scrappen. Die behalte ich mal. Die Rohre. Scrappen. Okay. Oh, das hat sich aber gelohnt. Ah, verdammt. Das war das, was wir hatten. Okay. Egal. Gibt ja auch XP. Gut, das waren jetzt nicht so nice Sachen, aber... Ja. Was machst du denn da? Bisschen Halsmassage gegeben. Ja, das ist ja... Echt überschaubar. Und da hätte ich mit einem Zombie gerechnet. Der einen erschrecken soll. So. Bist du tot oder lebst du noch? Noch ein bisschen Wasser. Dankeschön. Hier waren wir aber, glaube ich, schon, oder? Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen bekannt vor. Ah, wobei, nee. Doch. Doch, ich erinnere mich. Hier sind wir irgendwie rein. Wieso sind wir denn hier nicht weiter? Weil es gerade Nacht wurde oder so? Oder weil ich keine Leben mehr hatte? Gut möglich, weil ich kein Leben mehr hatte, ne? Und gesagt habe, okay, scheiß drauf, wir gehen erstmal nach Hause oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mir gerade wieder eingefallen, dass wir da schon mal waren. So, zurück.
Und ja, ich räume den Kram jetzt mal gerade weg. Wir haben bald Nacht, das heißt, dann können wir die Quest machen. Da war das. Das Buch hatten wir noch nicht. Genau, dann können wir bald die Quest machen. So. Okay. Ich pack das jetzt einfach mal gerade noch hier irgendwie mit rein. Muss ja eh bald alles in die Tasche gestopft werden. Okay, und ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wieder mal ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid auch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.